guten Morgen. Das ist Grumpy Cat. Frühstück um 2:45. Und wir schauen 2018 oder 19, ich weiß es nicht so genau, Vlogmas von Zoella. Guten Morgen, heute ist Sonntag. Ich liege hier mit Lucy, die die ganze Zeit nur am Schnattern ist. Miau, 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 miau. Und ich weiß nicht, was sie will. Sie will angefasst werden, dann will sie nicht angefasst werden. Ich habe keine Ahnung. Ich habe gerade den Vlog geschnitten. Mein erster Kaffee ist leer. Aber der zweite kommt jetzt mit einem Frühstück. Und ich habe mir gedacht, ich hätte eigentlich so unfassbar Lust auf Pancakes, Pfannkuchen. Habe ich ewig nicht mehr gemacht. Ewig. Und ich könnte mir vorstellen, davon welche zu machen. Wenn ich nicht so faul wäre. Ich bin so müde. Ja. Ich habe gestern das allererste Bad genommen. Seit dem Sommer. Weil es schön kalt war, dass es sich gelohnt hat. Abends. Ja, und dann muss ich mal rausfinden, wie ich das mache. Ab morgen mit meiner 4- oder 5-Tage-Woche. Ich profitiere schon sehr von einer 4-Tage-Woche, ganz klar. Auf der anderen Seite fühlen sich die 3 langen Tage halt auch wirklich lang an, ne? Und ich weiß nicht, also ich habe jetzt überlegt, ich habe morgen eh eine Fortbildung. Die geht 3 Stunden, das heißt, ich muss eh hinfahren. Dann fahre ich 1 Stunde vorher hin und bleibe 1 Stunde länger und habe dann einfach meine 5 Stunden gemacht. Dann fehle ich die am Freitag, komme halt nur zur Teamsitzung sozusagen, weil ich offiziell noch einen Tierarzttermin habe für Lucy, weil die sich so viel die Pfoten schlägt, so wie jetzt. Ja, das ist noch nicht so wirklich besser geworden. Allerdings habe ich ihre Pfoten auch noch nicht mit Wasser mal nass gemacht. Das hatte ich jetzt überlegt, um abzuwaschen, was sie vielleicht nervt. Ja, genau. Also da bin ich noch am Überlegen, wie ich das mache. Und ich glaube, ich spreche das morgen einfach mal mit den Leuten ab, da was die besser fällt, wenn ich lang da bin. Und dann sicher eine Spätdienststelle, dafür eben einen Tag in der Woche nicht da bin. Oder wenn ich lieber weniger Stunden am Tag da bin, aber jeden Tag. Vielleicht hilft es ja auch schon zu wissen, dass ich um 2 immer wieder nach Hause fahre, weil dann habe ich tatsächlich noch was. Ich bin dann so kurz nach 3 zu Hause, wenn ich um 2 pünktlich loskomme. Weil zurück brauche ich um 2 deutlich kürzer als spät im Feierabendverkehr. Da brauche ich fast 50 Minuten. Nee, lauf. So ein Arsch. Ich dachte gerade, bevor ich jetzt anfange, nochmal einen Kaffee zu machen und die Pancakes, wollte ich euch mal zeigen, wie unfassbar ordentlich es bei mir ist. Das ist die Küchenablage sonst sehr, sehr selten. Hier hinten ist halt so ein Chaosloch, ne? Aber auch hier. Ich habe so ziemlich alles freigeräumt. Bin ja schon ein klitzekleines bisschen stolz auf mich. Es sieht echt mal frei aus, ne? Wenn man die jetzt wegmacht, dann sieht man das. Eigentlich ganz hübsch. Also ordentlich, nicht hübsch, ordentlich. Man merkt ja so gar nicht mehr, dass ich im Game nicht mehr drin bin. Also so ist es jetzt geworden. Viel Schwarz. Viele, viele Kalorien heute Morgen. Mach nichts, es gibt ja Hühnersuppe. Die mache ich gleich auch noch fertig und dann kann der Tag einfach mal so vor sich hin starten. Habe das meiste geschafft, was ich schaffen wollte. Und dann werde ich einfach noch Zoella gucken, Vlogmas gucken von verschiedenen Leuten und vielleicht noch Sims spielen. Wir werden sehen. So, Leute. Also vor dem Huhn hatte ich schon ein bisschen Respekt. Das hatte den Hals dran, das musste ich abmachen. Ich hätte das nicht essen können. Da sind jetzt einfach nur Zwiebeln, Lauch, Karotten und so ein Sellerie drin. Weil ich den aber nicht mag, habe ich den lang gelassen, damit ich ihn wieder rausnehmen kann. Ich würze gerne mit Lorbeerblättern. Mit Thymian. Hier oben ist er. Pass mal auf. So.
Dann natürlich etwas Salz. Und Pfeffer. Ja, warte mal, der geht nicht mit einer Hand, glaube ich. Oder? Okay. Irgendwie doch. Und dann 6 Stunden auf High. Und dann haben wir heute Abend ein leckeres Essen. Er hat es auf jeden Fall schon gerochen. Hi, guten Morgen. Heute ist Mittwoch. Die Woche ist schon fast wieder rum. Diese Woche muss ich allerdings freitags arbeiten. Dadurch habe ich aber gerade jeden Tag deutlich weniger Stunden. Gestern habe ich versucht, euch einen wunderschönen Heimweg zu filmen. Irgendwie muss ich vergessen haben, auf Aufnahme zu drücken. Ist beim Autofahren auch immer ein bisschen schwierig, darf man ja nicht so sagen, ne? Ja, ich habe gestern Abend mal in unsere Familiengruppe geschrieben, dass ich es unfassbar spannend finde, wie viele Klicks ich habe. Zu diesem Zeitpunkt werden die ganzen vielen Klicks gar nicht mehr da sein. Das ist sehr schade, weil, nein, es ist nicht. Alles gut. Ich mache nur langweiligen Kram. Den mache ich nur, damit ihr mitkriegt, was für langweiligen Kram ich mache, so als Familie. Aber das ist schon okay. Ja, also ich fahre jetzt gleich zur Arbeit. Ich kann heute später anfangen, weil ich eben am Montag auch schon unterwegs war. Und Freitag muss. Yep. Und ich versuche heute auf jeden Fall auf Aufnahme zu drücken, wenn ich durch diese wunderschöne Allee fahre. Wenn da die Sonne reinscheint. Und heute ist es sehr, sogar morgens schon richtig toll, weil die Sonne schon scheint. Ne? Und dann nehme ich euch jetzt mal mit dahin. Los geht's! Das Dilemma in Kitas ist, dass die Eltern immer nie aktuelle Telefonnummern haben. Jetzt gehe ich durch Verträge, die uralt sind, in der Hoffnung, Telefonnummern zu finden, die irgendwie stimmen könnten. 12:30 und ich mache jetzt auch Pause. Es gibt Spinat und Kartoffelwürfelchen und ein Ei. Ich finde es gut. Kinder wahrscheinlich nicht. Ich versuche gerade eine E-Mail zu schreiben und ich mache nur Rechtschreibfehler. Ich weiß nicht, was da los ist. Gerne lade ich Sie zu einem Kennenlernen in unsere Kita ein, wenn Sie sich ein Praktikum in einer Kita mit 2- bis 6-Jährigen sehen. So, ich esse heute Abend Toast Hawaii. Ohne Toast und ohne Schinken und ohne Käse. Aber immerhin Hawaii. Leute, ich habe was Cooles gesehen. Und zwar, wie man seine NPCs löschen kann und mit Leuten aus der Galerie ersetzen kann. Dafür lade ich jetzt gerade ganz viele Leute runter. Und dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Okay, dokeli, wir wagen es. Starten das Spiel nochmal, weil ich musste es nochmal starten, weil ich eben über den MC-Command das gemacht habe. Die Frage ist, startet er jetzt oder nicht? Yes. Und dann warten wir mal ab. Hm? Es ist schon wieder 20 von 9. Es hat jetzt so lange gedauert. Weil ich so viele Sims noch in meinem Haushalt platzieren musste, damit es eben funktioniert. Yep. Also, komm mal schon. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich bin super gespannt. Dann sind diese ganzen komischen Namen weg. Und ich habe nur noch anständige Namen da drin. Übrigens ein Hinweis. Es gab ein Update gestern und damit sind einige neue Szenarien gekommen. Ich zeige euch das mal kurz. Hier,
Alles neu. Und zwar sind da jetzt voreingespielte Haushalte. Der heißt Martinez, Nouvelle, Curious. Und dann kann man da verschiedene Ausgänge machen. So, aber wir wollen das Spiel laden. Wir gehen nicht da in die Familie selber rein. Spielen. Weil wir wollen ja gucken, ob in der Nachbarschaft andere Sims jetzt platziert wurden. Ob wir das schon erkennen können hierüber. So, das waren ja die, die ich gespielt habe hier. Ich habe die Mods rausgenommen, die meisten. Das sieht noch nicht nach dem aus, was ich gemacht habe. Weil all die Namen hier. Oh, ich habe nur noch Hunde. Ah, vielleicht weil ich das Spiel noch nicht richtig gestartet habe. Okay, dann gehen wir da mal kurz rein und spielen es an und ich melde mich gleich wieder. Es hat funktioniert, Leute. Guckt mal. Ist das nicht ein hübscher Barkeeper? Warte mal. Ja, warte. Und er hat einen anständigen Namen. Otis Rooney, glaube ich. Und draußen. Für die Bar Night steht hier der Typ. Den habe ich tatsächlich sogar schon mal gespielt. Chad Walsh. Und ich bin jetzt einfach mal mit dem Vater losgefahren, um zu gucken, ob der wirklich was anderes generiert. Es hat super funktioniert. Mann, bin ich glücklich. Ich hatte schon kurz Angst. Guten Morgen, heute ist Samstag und ich bin krank. Ich bin tatsächlich mal krank. Da war ein Käfer. Da war ein Käfer. Ich werde heute nichts tun, außer Tee trinken, einkaufen gehen, weil ich habe Craving auf getoastetes Toast mit Nutella oder Nutella-Ersatz. Das gehen wir jetzt einkaufen. Und dann bringe ich den Katzendreck noch raus. Und heute habe ich überlegt, will ich mal zum Aldi fahren. Ich will endlich mal erfahren, wo der in Hüllhof ist. Ich weiß es so ungefähr, aber ich bin da noch nicht gewesen. Ich bin immer noch Schloss heute gefahren. Ich zeige euch auch, wie ich ihn finde. Okay, ich bin wieder zu Hause und ich habe 40,44 € bezahlt. Nach Abzug von 1,50 € Pfandkosten. Ich mache heute keinen Haul, weil es auf die Dauer langweilig ist, weil ich dieselben Sachen kaufe. Tomaten, Gurke, Joghurt, Milch. Ja, Milch. Ich wollte gerade sagen, habe ich Milch auf Backbrötchen. Ich zeige euch heute Sachen, die ich mal mitgenommen habe, die ich sonst sehr selten kaufe oder eigentlich noch nie hatte, eventuell. Ich habe das Nutella, Billo Nutella und den Toast mitgebracht. Macht mich glücklich, esse ich gleich zum Frühstück. Mein Magen hängt auf 7:30 Uhr. Dann habe ich mir außer der Reihe mal Zwetschgen mitgebracht. Weil ich habe ja noch Hefe von letzter Woche. Ich will mir einen Pflaumenkuchen backen. Und ich dachte mir, diese Woche wird Knoppers meine Süßigkeit. Außer der Reihe habe ich jetzt mal vom Aldi diese veganen Schnitzel mitgenommen. Die waren auch mit am teuersten, glaube ich, mit 3,79 €. Nein? So teuer waren die nicht. Ich glaube, die waren auch nur 2,39 € oder so. Oh, habe ich jetzt nicht hier. Naja, auf jeden Fall genau, die wollte ich mal ausprobieren. Dann habe ich mir Fischeiwaffeln mitgebracht und so diesen Expressreis nur als Quinoa. Und weil das da so schön aussah, habe ich mir mal so eine Tiefkühlpackung italienische Dinger mitgenommen für 1,69 €. Die sind schon gewürzt. Kommt bestimmt geil. Und dann entweder mit diesem Mini-Schnitzel oder ich habe heute mal nach langer Zeit wieder diese Rostbratwürstchen geholt. Kommt bestimmt gut. Dann war ich gestern ja schon mit dem Spieker, hatte mir zwei Pizzen geholt. Eine ist noch da. Ich habe noch Pommes da. Also ich bin für nächste Woche durch. Ich habe Billo. Himbeeren, die werden leider nicht halten, glaube ich. Bis Dienstag, bis ich wieder arbeiten gehe. Also werde ich die einfach snacken, irgendwie, wenn. Bevor ich Zucker snacke, snacke ich die. Jo, und jetzt gehe ich erstmal auspacken. Ich habe mir gerade was Cooles zum Frühstück gemacht.
Und zwar habe ich ja gesagt, ich will eigentlich Toast und Nutella essen. Ich habe jetzt das letzte Pita-Brot mit Nutella gemacht und habe meine Nektarine, die letzte aus der Rettertüte, noch mit reingepackt. Guck, so lange hat die gehalten, eine Woche. Das esse ich jetzt. Gute Kombo. Finde ich gut. Ich muss euch was zeigen. Ich finde das so cool. Ich habe ja jetzt rausgefunden, wie ich meine Nachbarschaften von den blöden Sims befreien kann und meine reinsetzen kann. Und jetzt habe ich spiele hier gerade dieses Szenario, wo die Aliens die Eltern entführt haben. Und ich zeige euch das mal. Ich komme in die Schule mit dem Teenager, weil da geht es um einen Teenager und sein Geschwisterchen. Und der Cafeteria-Mitarbeiter ist einfach Luke Danes aus Gilmore Girls, der selber ja auch einen Café hatte. Ich finde das so witzig. Allerdings sieht der Luke nicht so richtig aus wie Luke. Ich weiß nicht, was sie bei dem falsch gemacht haben. Ach, der hat das Cappy nicht. Deswegen sieht er komisch aus. Ja, genau. Aber ich muss sagen, es ist einfach so witzig. Als ob der halt einfach da gelandet ist, ey. Ich finde es so lustig. Und guckt halt einfach mal, wer mein Klassenkamerad ist, Sheldon Cooper. Ich habe mich schon gefragt, warum plötzlich eine, die ich als Erwachsene erstellt habe, Teenager ist. Ich glaube, ich hatte nicht genug Teenager, also haben sie mir einfach aus ein paar erwachsenen Teenager gemacht. Ich gehe mit Sheldon Cooper in eine Schule. Wie witzig ist das denn? Okay, es sieht so aus, als hätte, als wäre das Spiel gar nicht verbuggt, ne? Wie immer. Aber eigentlich dürften die Eltern erst dann wieder auftauchen, wenn ich das hier alles geschafft habe. Ich habe erst ein einziges Ding geschafft, nämlich ihr einen Job zu geben. Wie blöd ist das denn jetzt, dass die wieder da sind? Die müssen doch eigentlich noch verschwunden bleiben. Was ist das für ein Scheißszenario, ey? Weißt du was? Dann werde ich die einfach sterben lassen. Ich habe mir jetzt eine Decke wieder geholt, weil es ohne Decke jetzt einfach zu kalt ist nachts bei 10 Grad draußen. Und ich habe hier den Spacko, der mit mir schläft. Und die Lucy, die da ist. Whip, whip, whip. Ich habe nämlich jetzt ein 6-Stunden-Schläfchen gemacht. Nein, habe ich nicht, aber immer wieder bin ich weggedöst. Und ich fühle mich deutlich besser. Ja. Aber damit beende ich das Video für diese Woche. Es tut mir leid. Ich glaube, ich mache heute einfach nichts mehr Spannendes, was sich zu lo filmen lohnt. Dann habe ich morgen in aller Ruhe Zeit, das Video zu schneiden für euch. Okay. Tschö. Mit Ö.